Hallo und herzlich willkommen, meine kleinen grünen Freunde. Puh, letztes Mal war ganz schön knappig hier, ne? So mit dem Eingang. Die müssten jetzt eigentlich sogar noch hier rumlungern, denn ich habe jetzt mehr oder weniger nahtlos aufgenommen, so einen kleinen, so kurzen Break gemacht, kurz kleines Leckerli mir reingepfiffen, ein bisschen was getrunken. Und jetzt mehr oder weniger möchte ich eigentlich direkt wieder loslegen. Wobei wir natürlich erstmal alles, was wir hier haben, so ein bisschen hier lassen. Ne? Wir werden, kommt mal einfach so. Das war alles brennen, was wir hier so dabei haben. Genau, hier müsste eigentlich noch Fleisch. Nee, haben wir nicht. Habe ich noch irgendwas, was gebrannt werden muss? Na gut, wir könnten so einen 64er Stapel Steine brennen. Einfach mal, weil darum, ne? Könnten wir machen. Und dann könnten wir unten wieder Hühner schlachten gehen oder sowas. Oder wir gehen draußen Monster schlachten. Das wäre auch eine Alternative. Komm, das machen wir mal. Felix, was ist denn gerade los? Der ist so mega aufdrehend. Na komm schon. Ach, Felix, jetzt nicht. Och, Mensch, es ist doch... Oh, Eisenbahn. Keine Erfahrungspunkte? Das ist ungewöhnlich. Vor allem, ich habe jetzt noch ein Skelett gehört. Das ist auch wieder ungewöhnlich. Angst. Riechst du, dass ein Gewitter kommt oder irgendwas? Ja, jetzt schmust du auch noch mit dem Mikro. Ist ja geil. Genau, mosch es mal weg. Ja, ich habe keine Ahnung. Das ist aber ein bisschen Hardcore-mäßig, ne? Felix. Ja, okay, ich streiche dich. Jetzt muss ich alle hier stehen bleiben, es tut mir leid. Mitten draußen in der Paris, weil Felix möchte gerade Streicheinheiten haben. Das ist ungewöhnlich, normalerweise. Ist ja schon seit Ewigkeit nicht mehr angekommen. Also wenn ich aufnehme, liegt er jetzt eigentlich immer da und pennt, aber heute... Au, ah, nicht beißen. Au. Ah, diese Liebesbisse halt immer, ne? So, wenn er so, oh, ich hab dich so lieb. Ah, ja, toll, hey, danke. Hey, ich dich auch. Ich beiß dich jetzt aber nicht, weil du bist flauschig und fusselst. Ja. Gut, das wäre jetzt mal erledigt. Ein feines Raubkind. Der Luki, ich hatte ja ein Treffen mit dem Luki, ne? Und der hat ja auch Katzen. Er war dann so ein bisschen erstaunt, dass meine Katze irgendwie im Vergleich zu seinen Katzen wie ein Hund wirkt, von der Größe her. Eher wie so eine dänische Dogge. Ja, Felix ist halt nicht gerade der Kleinste. Es kommt, glaube ich, nicht so gut rüber auf den Bildern, wie groß er wirklich ist. Er ist gigantisch. Ja, so norwegische Waldkatze noch nicht ganz, aber es tendiert so in diese Richtung. Oh, das gibt schöne Erfahrungspunkte. Eieiei. Ja, wir sehen das eher nicht so, aber wenn wir Edelmetalle brennen, dann doch schon ordentlich. Gut, dann bringen wir ein bisschen was runter. Obwohl, halt, wir schlachten erstmal ein paar Hühner. Das bringt ja auch ein paar Erfahrungspunkte, ne? Mal anwerfen, falls es neue Eier gibt. Ja, hier sind auch ein paar... garantiert noch Level 17 hin, schätze ich mal, oder? Ach, klar. Gut, das läuft erstmal hier so ein bisschen durch. Wir warten, glaube ich, noch ein bisschen. Kann ich Felix ein bisschen kraulen? Oh, ja, ne? Echt komisch. Also gut, in letzter Zeit... übrigens, oh, das stimmt, das muss ich eigentlich erzählen. Felix hat sich jetzt endlich so ein bisschen mehr an draußen gewöhnt. Und ich habe so zum Nachbarn hin... Weil das sind hier so Reihenhäuser. Ich habe so ein Reihenmittelhaus hier. Und da ist zwischen mir und meinem Nachbarn, da ist so eine kleine Mauer, die Terrassen voneinander trennt. Und dahinter ist halt so Zaun, ganz klassisch. Naja, und diese Mauer ist so stufenmäßig bis zum, ich sag mal, Anfang der Regenrinne. Ja, und Felix hat jetzt für sich entdeckt, ey, Alter, voll geil, da oben sind Vögel drauf. Und jetzt mittlerweile ist man ja mutig geworden. Man springt dann auf diese hohe Mauer. Und klettert aufs Dach drauf und turnt da oben auf dem Dach rum und jagt Vögel. Vögel hat man bisher noch nicht gekriegt, die waren alle noch zu clever oder nicht krank genug. Aber man hat die Tage eine Maus auf der Terrasse gejagt. Ich habe mich nur gewundert, so Mensch, scheiße, verdammt, was piepst denn hier so laut die ganze Zeit? Hast jetzt irgendwie was vergessen, irgendein Gerät auszustellen oder ist irgendwas fertig, Waschmaschine oder irgend so ein Gedöns? Und guck so und dann sehe ich nur Felix hin und her haschen und dann hat er wirklich so eine kleine Maus. Und die fiepste halt um ihr Leben, rettete sich dann in ein kleines Gebüsch.
Felix verschwand und kam dann später sich sehr putzend und das Maul schleckend wieder. Und das macht er eigentlich normalerweise nur, wenn er gegessen hat. Von daher gehe ich einfach mal stark von aus, er hat die Maus bekommen. Und seitdem hat der Gute sich ein bisschen verändert, was sein Wesen angeht. Also er ist nach wie vor so ein flauschiges Tierchen, aber er kommt halt wieder ein bisschen häufiger an. Finde ich natürlich total doof, ne? Also ich mag das überhaupt gar nicht, wenn mein Katerchen ankommt, kuscheln. Ist aber halt auch für mich so ein bisschen, wo ich mir denke so, okay, mein unschuldiges Kätzchen, ne, ist jetzt zu so einem richtigen Raubtierchen mutiert. Ist jetzt nicht unbedingt das mega Schlimmste. Also ich wollte ja auch, dass er rausgeht. Aber ist trotzdem irgendwie schon so ein bisschen komisch, ne, wenn man so danach denkt, so, hey, ja, ne, ja, Katze, so, eigentlich nur drinnen gewohnt und da, immer schon Käfer war, angsteinflößend und jetzt mittlerweile jagt man so andere Tierarten und rottet sie mehr oder weniger in meinem Garten direkt aus. Ja, da wird einem schon anders so ein bisschen, wenn man drüber nachdenkt, ne? Naja, aber nicht so wirklich. Nö, also mich stört das nicht. Es gehört auch dazu. Also wenn da einer sagt, es ist aber voll nicht in Ordnung, was ihre Katze da macht. Ja, dann nimm die Maus doch auf, züchte sie, gib ihr einen Namen und schreib ein Testament für das Viech. Ist mir doch egal, ne? Also es ist einfach die Natur. Und wenn die Natur vorsieht, dass mein Kater irgendwelche Vögel und andere Tiere frisst und sie fängt, dann ist das halt so. Der kriegt sowieso, also ich sag mal, entweder nur die Dummen, diejenigen, die halt noch so in der Leere sind von den Tierchen, ja, die es noch nicht drauf haben, oder die Alten und Schwachen. Oder die, die krank sind. Das ist ja so dieses, die sind zu schwach, um halt noch mit ihrer, keine Ahnung, mit den anderen mitzuhalten oder irgendwie noch was zu bringen oder sind zu alt. Und damit sie noch einen Nutzen für die Natur bringen, werden sie dann halt von irgendeinem anderen Tierchen gefressen oder gefangen und dort halt gefressen, weil halt dieses Tierchen davon was hat. Ist total sinnig. Ich muss auch sagen, die Natur hat sich da mega was Geiles überlegt. Jeder, der da irgendwie was anderes sagt, von wegen, das wäre doof oder so, der hat da echt keine Ahnung. Die Natur macht da schon ihr Ding. Und da braucht die unser Reingerede auf jeden Fall nicht. So viel steht mal fest. Also das finde ich sowieso immer doof an, wenn man der Meinung ist, von wegen, ja, müsste sich da einmischen, was so die Natur angeht. Schwierig, schwierig, schwierig. Ich hatte seinerzeit, ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass ich Abitur habe, oder? Oder? Nee, also ich habe Abitur, ja. Ich habe mal irgendwann Abitur gemacht. Oh ja, oh Wunder, Wunder und wie verwerflich das Ganze ist. Nee, auf jeden Fall war damals Ökologie ein Thema. Ökologie ist praktisch unser Ökosystem und so das Ganze drumherum, also was da mit wem irgendwie zusammenhängt, wobei man das nie komplett sich anschauen kann, geht einfach nicht. Ja, also wer da irgendwie was anderes erzählt, der lügert, denn es ist einfach viel zu komplex, als dass man es irgendwie darstellen oder begreifen könnte. Man kann nur versuchen, einen Teilausschnitt sich anzuschauen und zu versuchen, den zu verstehen, wobei das halt auch schon schwierig genug wird. Aber nun gut, da ist es zum Beispiel so, dass eigentlich nach Möglichkeit man keinerlei Einmischung hat, weil jeder Eingriff, den man irgendwie vornimmt, bedeutet, dass man etwas verändert. Und wenn man für irgendetwas was verändert, dann zieht das einen riesengroßen Rattenschwanz hinter sich her, in der Form, dass alle anderen Tiere, die da hinten mit dranhängen und da irgendwie was mit zu tun haben, auf kurz oder lang, also man muss da sehr langfristig teilweise denken, irgendeinen Nachteil von haben. Oder zumindest irgendjemand hat einen Vorteil davon, einen kurzfristigen, aber dann doch irgendwann schnell einen Nachteil. Also da muss man ganz schön aufpassen. Von daher sollte man sich, denke ich, oder finde ich persönlich, eher raushalten. Finde ich cooler, irgendwie. Weiß auch nicht. Finde ich auch irgendwie angenehmer und passender, als wenn man dann sagt, so, oh, wir müssen das da jetzt mal ein. Da stuckt gerade wieder irgendwas. Wir lassen das mal so. Irgendwas passiert da schon. Es wird wieder, ja, es wird wieder dunkel. Das heißt, ich renne mal schnell den Berg runter. Ja, also das ist so. Aber wenn ich überlege, alleine, ich hatte das dann, ich weiß gar nicht, war das bei der. Ja, genau, beim Vorabi war das gewesen. Da war es dann so, da war, glaube ich, das mit den Fischen. Da war so ein Teich und dann solltest du so ein Ökosystem von so einem Teich, wer da mit wem in welcher Beziehung und wenn du halt den wegnimmst oder von denen weniger hast, was, wie wirkt sich das auf die anderen aus? Das war schon echt mega komplex und ja, ich finde es dann immer wirklich beeindruckend, wenn sich jemand hinstellt und das versucht, das Ganze zu erklären oder halt seine Einmischung und zu rechtfertigen, warum, wieso, weshalb er das gemacht hat und was das denn so Tolles bewirkt und alles. Ja, ganz ehrlich, hat echt keine Ahnung dann in dem Fall. Das Geilste ist, dass es dann immer diejenigen sind, die vorgeben, sie wollen das Beste für die Natur.
Eigentlich wollen sie dann nur das Beste für sich, meist irgendein Grundstück, auf dem sie dann bauen können, was sie unbedingt haben möchten, an einem Teich oder so. Alles schon gehabt. Ist kein Scheiß, echt. So ein, ist bei uns in der Ecke, wo ich ursprünglich mal so gewohnt habe oder aufgewachsen bin, ist das so, dass so ein Umweltaktivist, so ein Mega-Ding, der ist sogar irgendwo in der Regierungs-, also so, ich sag mal, so einer staatlichen Einrichtung aktiv, für so eine Behörde. Und also so ein mega hohes Tierchen. Und der Typ hat mega so alles am Verteufeln und alles, was irgendwie, ich sag mal, Benzinautos, er fährt selber eine riesendicke Karre, wird ja vom Staat bezahlt, ne? Ja, muss ja auch, muss ja sicher sein. Ja, deshalb muss das Ding ja auch irgendwie zig, 100 PS haben und alles Mögliche. Aber alle anderen dürfen das nicht haben. Alle anderen müssen eigentlich nach Möglichkeit zu Fuß oder mit Fahrrad, wobei Fahrrad schon kritisch ist, weil da ist ja Gummireifen und das wird ja mit Öl und so hergestellt. Ja. Da kommt ja irgendwo ist dann wieder Öl mit drinne und das ist alles wieder schlecht. Also von daher ist eigentlich alles doof, außer das, was er macht. Und man sollte ja die Natur irgendwie so belassen, wie sie ist und nicht verschandeln. Da wurde dann protestiert, wurden Petitionen unterschrieben, da wurde dann irgendwo rangekettet, damit nirgendwo eine neue, der Ausbau von so einem Industriegebiet gemacht werden konnte, was Arbeitsplätze geschaffen hätte. Das wurde dann alles gemacht. Aber er hat sich selbst das genehmigen lassen, dass er in einem Naturschutzgebiet eine riesige Villa sich hinsetzen lassen kann. In einem Naturschutzgebiet. Ich wiederhole es nochmal. Naturschutzgebiet. Ist kein Scheiß, ist wirklich so. Und das Geilste ist, da gab es, anfangs gab es ein paar Berichte zu, so ja, hier bla 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 blub und so, ne, ist ja klar. Es ist natürlich für die Presse ein gefundenes Fressen. Das hat dann aber sehr, sehr schnell aufgehört. Weil, ist ja klar, so jemand möchte natürlich nicht, dass das unbedingt überall so seine Runde macht. Das würde ihn ja nicht so schön. Irgendwie logisch, ne? Ja, das war echt, wo man sich dachte, ja, okay. Uns Wasser predigen, aber selbst hier Wein mit Beilage saufen. Ja, das ist echt der Hammer. Da wird einem kotzübel, wenn man sich das reinzieht. Vor allem so jemand stellt sich dann hin und will andere irgendwie verurteilen und versuchen zu belehren und denen zu sagen, oder sagen, was halt richtig und was falsch ist, aber denkt halt auch nur, ne, dem ist halt sein Arsch am nächsten. Er hat da die richtige Position inne, wo er das halt für sich selbst festlegen kann und für seine Sippe, also sowieso alles Geschwister, ne. Also von daher, tja, was willst du da noch sagen? Kannst eigentlich nicht so sagen, ne? Nee. Da bleibt einem die Spucke weg, muss man ganz ehrlich sagen. Naturschutzgebiet. Ich habe es nicht verstanden. Ich frage mich auch, was der da genau gemacht haben muss, damit andere Behörden das soweit genehmigen, denn normalerweise darf ja nichts gemacht werden. Rein gar nichts, aber nun gut, das Ganze ist schon wieder so lange her, da braucht man sich auch nicht mehr drüber aufregen. Ist eigentlich echt schade, ne? Also mich regt das trotzdem auf, ne? Also ich mag sowas nicht, mich ärgert das und ich möchte dann am liebsten hingehen und dessen Villa irgendwie kurz und klein schlagen, anzünden oder sonst sowas. Würde ich natürlich nie machen, ich würde auch nie jemanden irgendwie dazu anstiften, aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine, ne? Diese Ungerechtigkeit austilgen, ausmergeln, ausmerzen, beseitigen, von dem Antlitz der Erde schaffen, irgendwie so. Wäre dann, glaube ich, ich fände, die Erde wäre dann ein Stück lebenswerter. Also ist sie so schon, wenn man sich anschaut, was die Natur so geschaffen hat, ohne dass dann irgendwer eingreifen musste. In Gebieten, wo halt zum Beispiel irgendwie was zurückgelassen wurde, wo man dann, was weiß ich, früher zum Beispiel so diese Siedlerstädte wegen Goldrausch und sowas, was mittlerweile alles verlassen ist, das hat sich die Natur schon relativ gut wieder zurückgeholt. Das macht die halt auch für sich und das Ökosystem dort entwickelt sich meistens, wenn nicht alles ausgerottet wurde, dann irgendwie doch in einer Art und Weise wieder so, wie es sein sollte. Es sei denn, es ist zu extrem aus dem Gleichgewicht geraten. Dann ist da meistens ein Hopfen und Malz verloren. Dann kann man da nicht mehr so viel machen. So, ich will jetzt mal gucken, ob der Loki doch ein bisschen weitergearbeitet hat. Ob er fleißig war. Wenn nicht, dann kommen wir auch nicht zu. Ja. Aber da dann immer einzugreifen und zu sagen, ja, wir müssen das machen, sonst tut sich da nichts. Ja, die Natur hat das Jahrmillionen jahrelang alleine auch geschafft. Warum sollte sie uns jetzt unbedingt brauchen? Ich glaube eher nicht. Tja, anscheinend nicht. Also ich weiß nicht, ob wir hier einzelne Ebenen reinziehen und wir hier eine Monsterfalle bauen, mit irgendwie geheim, mega Geheimzugang, den wir natürlich zeigen werden. Ja, gibt es ein kleines Geheimvideo, und zeigen wir es mal kurz, damit halt jeder reinkommt. Aber er kann ja die Tür absperren. Warum? Ach, das ist noch dieser Lichtbug, genau. Ha,
Ja, das ist noch, als wir das umgestellt haben, dass Fackeln auch tragbar waren. Also tragbar sind sie ja, ne, so in der Hand, aber dass man sie halt in die Hand nehmen kann und dann das Licht hier so mehr oder weniger rumscheint. Hat nicht so richtig funktioniert, zumindest teilweise. Hatte bloß den Nachteil, dass alle Lichtquellen, die bereits gesetzt wurden, komplett für einen Popis waren. Haben wir ja eben gesehen, ne? Da waren Fackeln en masse, aber hat halt nicht sollen sein. Hat nicht so funktioniert, wie es sollte. So. Dann müsste man inneneinrichtungstechnisch noch ein bisschen was machen. Aber wie gesagt, das wird dann die Fee machen, wenn sie denn dabei ist. Oder wir machen das irgendwann, wenn das dann doch zu lange dauert. Weil Ork-Tempel muss ja auch noch hier und so, ne? Ja. So, jetzt bin ich am Überlegen. Ich müsste eigentlich die Straße ein bisschen weiter ausheben. Denn das ist ja die Hauptstraße. Das heißt, hiervon werden links und rechts die Straßen weggehen. Aber das hier führt zu einem. Ich dachte, ich hätte was gesehen. Führt zu einem zentralen Platz. Und dieser zentrale Platz wird, ich sag mal gelinde ausgesprochen, riesig. Wird etwas größer. Warum, wieso, weshalb, kann ich noch nicht verraten an dieser Stelle. Was ich nur gerade feststelle, ich muss wieder extrem viel Terraform machen, denn das alles hier muss aufgeschüttet werden. Eieieiei. Das kann ja noch was werden. Ja, denn es ist wirklich wichtig, denn wir wollen hier was Episches schaffen. Bin ich schon überlegen, ob ich hier irgendwie den Marktplatz erstmal reinsetze. Also um den Marktplatz drumherum wird es Geschäfte und Wohnhäuser geben. Und dann gibt es halt noch das Regierungsviertel und dann das Unterhaltungsviertel. Ich glaube, ich bringe jetzt erstmal ein paar Sachen hier weg, weil mein Inventar ist natürlich voll. Wie soll das auch sonst anders sein? Ätzend jedes Mal. Immer so ein volles Inventar mit sich rumzuschleppen. Und vor allen Dingen habe ich hier schon so viele Sachen gehortet. Ja, könnte interessant werden. Aber das passt sich. Guck mal hier, Kies zum Beispiel. Ja, kann es mal sein. Das Glas auch. Braucht auch kein Mensch im Moment. Was haben wir denn noch? Schniekes. Steine. Steine braucht auch im Moment kein Mensch. Und ich denke, dann passt das erstmal soweit. Dann habe ich ein bisschen Platz zur Verfügung. Ah, hier kommen Wolle. Wolle kann auch mit weg. Oh, da haben wir sogar noch Eisen. Mensch, siehste. Ich komme, das sollte noch mit dazu. Bett lassen wir vorsichtshalber dabei. Man weiß ja nie. Oder ja, gut, ich könnte noch einen Absatz machen. Dass ich eine Stufe weiter runter gehe, aber och, nee, irgendwie. Nein. Jede Menge Blumen. Gut, die werden wir auch benötigen. Ich wollte gerade sagen, was ist das? Aber ich dachte erst, es wäre irgendeine garstige Schlange oder so ein Gedöns. Jetzt bin ich noch überlegen, ob wir dann hier gleich, weil es sich so anbietet, den Markt platzieren. Und dann hier so ein Wohnviertel drumrum. Das wäre eine Alternative. Dann könnte man da die Hauptstraße weiter fortsetzen. Oder ich mache hier einen Park hin, von dem man aus zentral irgendwo anders hingehen kann. Das wäre auch noch. Wo nee, so ein Park sollte nicht in der Mitte einer Kreuzung sein. Das wäre ja doof. Das heißt, wir machen das, glaube ich, so. Dass hier wirklich so eine Kreuzung hinkommt. Und wir werden dann, glaube ich, den Marktplatz hier so hinbasteln. Irgendwie. Ich denke, das ist ganz okay. Jetzt habe ich natürlich die einzigen Steine, die ich denn dann nun brauche, und den Kies beiseite gelegt. Ist aber nicht so dramatisch. Wir wissen ja, wo es ist, ne? Ist ja nicht so, dass es auf einmal zwischen den ganzen Kisten hin und her springt und wir dann so ein bisschen verpeilomäßig hin und her rennen müssen und hoffen müssen, dass wir unsere Sachen wieder kriegen. Nein, so ist das zum Glück nicht. Genau, passt doch. Wird schon wieder dunkel? Ja, bald. Aber noch nicht so früh. Haben noch ein bisschen Zeit. Dann komm, lauf schon. Ich mache erstmal nur bis hierhin. Oder dann doch nicht. Gut, der Marktplatz, ich weiß nicht, ich würde den sehr, sehr gerne pflastern. Aber womit? Das ist jetzt wieder die Sache, ne? Naja. Womit pflastert man den?
Oder doch nicht? Verdammt, jetzt habe ich gerade so eine Idee, aber so richtig sicher bin ich mir da jetzt auch nicht, ob ich das so machen kann. Und zwar, wenn wir den gebrannten Stein nehmen, ja, und anstatt dass wir ihn zu den Steinziegeln machen, können wir daraus ja Stufen machen. Ja, so Steinstufen. Das könnte man noch versuchen, wie das damit aussieht. Ob das ganz cool ist hier bei dem Texture Pack. Ich glaube, das haben wir ja noch nicht probiert. Ha, jetzt ist natürlich der Kies alle, aber Großteil schon geschafft. Ha, denk, Grübel, Grübel, Grübel. Oder habe ich noch Kies? Wir gucken mal, ob wir noch Kies haben. Spontan würde ich sagen, in dieser Kiste. Nein. Ist hier noch irgendwie. Nee, ist alles Erde, ne? Stein. Also ich kann das mal kurz probieren. Warte mal. Ich habe jetzt sogar welchen. Haha. Wenn wir genau davon jetzt welche haben. Ich leg die mal hin. Dann könnte ich den ja so pflastern, ne? Ja, das wäre zumindest eine Alternative. Sieht ein bisschen anders aus. Vielleicht mache ich da noch so ein anderes Muster rein. Übrigens, das Bibliocraft hatte ich ja mit dem Update versehen. Hat jetzt den Vorteil, wir können unter Tische und sowas, die wir bauen, können wir jetzt auch Teppiche legen. Ja, ist eine coole Sache. Das macht das Ganze ein bisschen schöner. Denn, also diesen richtigen Teppich, also nicht dieses Wollgedöns, was wir jetzt hingelegt haben, was wir sagen, so, hey, das ist Teppich. Das meine ich damit nicht. So, ich würde es gerne higher machen, denn es wird draußen dunkel. Ah ja, geht doch. Wunderbar. Tja, dann würde ich eigentlich sagen, passt sich das gerade an der Stelle. Machen wir hier für heute erstmal so einen kleinen Break und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. In diesem Sinne, bis dahin, euer Mr. Zocker.